Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Guide für Simrail. Wir sind im neuen Stellwerk Drabowa Gonica Bishotnia, hundertprozentig falsch ausgesprochen. Und da habe ich gesagt, ich mache da mal einen kleinen Guide, weil grundsätzlich ist das ein einfaches Stellwerk, aber wir haben hier das hier. Da muss man nachblocken und die Blöcke beenden. Und wenn man das nicht richtig macht, dann macht man sich hier das dicht und man kann keine Fahrstraße mehr reinmachen. Und dann kannst du die Züge mit SZ schicken. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an, wenn entsprechender Verkehr kommt. Wie sieht es aus vom Fahrplan her? Wir haben einerseits hier Züge, die von Slako kommen. Die fahren hier Richtung Drabowa Gonica da oben oder nach Dorota. Und umgekehrt. Von diesen beiden Seiten kommen entsprechend Züge und fahren nach dahin. Wir hätten noch einen Anschluss hier in, was soll das heißen, Kotziol, ist aber gesperrt, können wir nichts hinmachen, vielleicht kommt es noch irgendwann mal, dann wäre das hier sicherlich spannend. Dann haben wir hier ein Ausweichgleis, das man nutzen kann, theoretisch auch zwei. Dann haben wir hier noch hier unten ein paar Gleise, wo noch was zum Abstellen wäre. Da haben wir aber die Rangiersignale, da können wir nichts damit anfangen und Dieselschleudern haben wir eh auch noch nicht. Was noch? Da oben ist ein Industrieanschluss. Das ist diese Industrie da. Schauen wir uns dann später an. Und dann haben wir hier eine Plattform, wo Personenzüge hier halten können. Jeweils auf den zwei Seiten. Das Gleis hier ist gesperrt. Ich meine, man sieht es auch von hier. Ja, da hinten. Das ist eine entsprechende Tafel. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz die Umgebung an, bis hier ein Zug kommt. So, wir gehen hier mal raus. Auf der Hinterseite haben wir einen wunderschönen See. Haben hier drei Kollegen, die bestimmt irgendwas Schlaues machen. Unser Auto hier mitten im Gras. Ja, wir haben sogar Gras im Auto. Interessant. Das ist so ein Greenpeace-Auto. So, dann gehen wir jetzt erstmal nach da hinten, damit wir uns hier ein bisschen einen Eindruck vermitteln können, was wir hier eigentlich so alles haben. Also hier ist der Part ohne Oberleitung. Hört da die Schiene einfach auf oder ist es nur überwachsen? Nein, das ist einfach nur überwachsen. Also die Gleise könnt ihr einfach komplett ignorieren, inklusive dem. Und halt den gesperrten Kandidaten hier. Bist du abgeschnitten oder warum bist du gesperrt? Schiene gerne mal weiter. Wird aber nicht mehr genutzt. So, das ist das untere Gleispaar, wo wir hier entsprechend auch die Züge anmelden müssen. Also anmelden müssen wir auf links unten und rechts oben. Zeig's euch dann später nochmal. Hier ist die Industrie. Und das sind die oberen zwei Gleise. Macht er hier jetzt richtig schöne Kurve und geht dann auf die eine Hauptstrecke. Und da vorne ist der Bahnsteig. Also hier drin hat es übrigens wirklich Gleise. Schaut aber nicht allzu cool aus. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Eventuell kommt da noch eine Aktivität, dass man da was machen kann. So, da seht ihr das. Zum Beispiel, das ist nicht ganz sauber ausgelichtet. Ich hätte mir gesagt, das gehört ein bisschen mittiger. Und auch hier gehen Gleise nach hinten. Hat es auch Handweichen, die man nicht bedienen kann. Und da geht es dann unten wieder auf die Hauptstrecke. Schade, wäre noch irgendwie spannend gewesen, wenn wir hier Aufgaben hätten. Aber wer weiß, was jetzt noch in der Zukunft kommen wird. Ah, ich wünschte, ich könnte hier schneller laufen. Ähnlich wie in Railroads Online. Das wäre sehr praktisch. Oder, dass man irgendwie fixe... Okay. Ich fliege. Interessant. Dass man fixe Viewpunkte hat. Dass man sich zum Beispiel hier auf dem Bahnsteig irgendwie hinstellen kann und dann wieder zurück ins Stellwerk. Das wäre doch cool. Also... Drabowa Gonica Bishotnia oder so ähnlich. Und der Bahnsteig. Da hinten, glaube ich, ist noch ein ehemaliges Stellwerk. Dann hat sie noch den Übergang da oben. Und das war's.
nicht sonderlich spannend. Geh mal wieder ins Stellwerk rein. Also eben, hier links unten müsst ihr mal anfragen. Und er fragt euch an, ob jemand kommen kann. Das gleiche auch da. Und da wird nicht angefragt. Zumindest nicht im Normalfall. Mal schauen. Laut Fahrplan. Was soll denn als nächstes kommen? 2. Das ist 13. Naja, 12.46. Könnte noch ein bisschen dauern, bis hier was kommt. Also es ist ein recht dünner Fahrplan. 13.13, 13.15, 13.23, 13.29. Okay. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich mal ganz kurz einen Cut, bis hier ein Zug kommt und dann sehen wir das hier im Live-Betrieb. Also, bis gleich. So, endlich Action. Da kommt der Zug von der Rota. Es klingelt. Gehen wir hier mit Pots annehmen. Wunderbar. Und der fährt hier rechts nach oben. Das heißt, wir können hier schon mal die Einfahrt geben, damit er hier nicht auf Rot steht. Wunderbar. Und hier bei Sloka, wie ist es? Slako. Gucken wir kurz mal an, ob wir den schicken dürfen. Der 424048. Tschüss. Oh, die Weiche können wir schon mal vorbereiten. Na? Das ist der hier. Oh, Weiche. So, perfekt. Und die Fahrstraße ist frei. Also wir machen die Anfrage mit WBL. Sehr gut. Und dann kann er auch schon losfahren. Ah, Moment, diese Weiche ist noch falsch. Entschuldigung. Jetzt aber. Perfekt. Cool. Hier müssen wir eigentlich nicht viel weiter beachten auf der Seite. Außer wenn der Zug dann bei uns ist, beziehungsweise wir den Zugschluss sehen, wenn man es richtig macht, dann werden wir hier noch die K.O.-Meldung geben. Fängt dann auch weiß zum Leuchten an, wenn es dann soweit ist. Und dann sollte er von da unten gleich mal kommen. So, der nächste Zug, der kommen sollte. Ob ich meinen Fahrplan? Der nächste ist der 42924. Der hier. Und der fährt von Dravova, Gonica, Hamichtod nach Slako. Das ist sehr gut. Denn dann sehen wir das, wie man hier den Zug hier sauber annimmt. Und dann hoffentlich kriegen wir noch einen, der hier in die Richtung reinfährt. Wird man das hier noch sehen. So, leuchtet rot, das heißt, er ist über das Signal drüber. Dann dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Oh, jetzt sehe ich es erst. Das ist ein kleiner Weg hier hinten. Ist mir noch nie aufgefallen. Wunderbar, da ist er ja, unser Kollege. Unterwegs mit der Trax. Ist halt eine kleine Entschleunigung da hinten mit maximal 40. Natürlich perfekt gebremst, nachdem es die KI ist. So, da hinten ist Zugende. Ah, wir sagen schon mal, dass er abgefahren ist. Soll alles seine Ordnung haben. 24. Ah, Moment. 424048. Ja, Zugende. Ah, interessant. Ah, jetzt. Södele. Und dann ist es hier wieder frei. Aha, jetzt fragt er hier an. Ich habe mir schon gefragt, warum geht jetzt die Klingel da ab? So, das wäre dann Slako. Das wäre einer, der noch Dorota fährt, wenn das der ist. Müssen wir noch warten, bis hier die Meldung kommt.
Finde ich aber spannend, dass du mich nicht gefragt hast. So, Ausfahrt ist gestellt. Ich wüsste jetzt aber sehr gern, was für ein Zug da kommt. So, Kollege, fahr weiter. Du blockierst mir hier alles. Ich hab recht, meine 100er Weiche. Okay, er ist schon bald drüber. Wie man halt auf die Entfernung nichts sieht. Ich könnte natürlich cheaten und mir die Live-Map anschauen, um zu gucken, was jetzt da kommt. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Auf dem anderen Monitor. Simrail. Live-Map. DE3, wo ich da gerade bin. Wer kommt da? Der 24173 kommt da. Der hier. Okay. Da würde ich mal sagen, fragen, ja, so Mädchen anfragen. Na, ich frage an, wenn der über das Signal da drüber ist. Und die schickt man dann hier oben rein und nicht unten. Und einmal umgelegt. Ja, ist ungefähr 2 Kilometer noch entfernt. Da ist er ja. 24173. Einfahrt. Fangt der Router an. 24173. Oder? Ja, doch. Also wir sind ja doch. Doch, doch. Passt. Alles gut. Ist frei. Also, Anfrage. Und es fort. Sehr cool. Da ist er auch schon. Bin ja schnell und der Güterzug steht immer noch da hinten. Ja, sehen wir den vielleicht schon? Nee, das ist einfach viel zu weit weg. Ja, wobei so ganz, 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 ganz klein wenig sieht man es da hinten. Fernglas wäre jetzt hier nicht schlecht. Wäre ich hier wirklich in echt, dann würde ich mir hier ein Fernglas zulegen. Oder, wenn wir ja modern sind, eine Kamera da hinten installieren. Damit man hier das irgendwie sieht. Okay. Der nächste von Dravova Granica. Wann kommt der? Um 1:30 Uhr. Dauert also noch ein bisschen. Also Stress hat man hier jetzt nicht. Das ist so ganz typische Netflix-Station hier. Also kann man ganz gut Serien gucken, weil hier leider nicht sehr viel los ist. Na gut, aber ihr habt jetzt hier mal das Grundprinzip gesehen, wie das hier unten funktioniert. Er löst jetzt hier wieder auf. Und ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut, wenn dann von da oben ein Zug kommt, beziehungsweise wir da einen reinschicken müssen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und von Dravova Granica, hab mich tot, kommt jetzt ein Zug. Und zwar der 42924.
Schauen uns den mal ganz kurz an. 42924, der hat einen Personenhalt und fährt nach Slako weiter. Und wir sehen hier, der erste Block ist jetzt rot worden. Das passt. Und wir gehen ihm hier die Einfahrt. Aber nicht schon die Ausfahrt. Die Ausfahrt kriegt er erst, wenn er hier angehalten hat. Und wenn er dann hier bei uns sichtbar ist, werden wir hier rechts anfragen, das Lacko, ob er denn kommen darf. Und dann werden wir hier hinten den Endblock wieder verriegeln, sobald er da ist. Dürfte eigentlich nicht allzu lange dauern, bis er kommt. Und direkt dahinter kommt dann der Zug 42-10-44. Der, warte mal, wo ist er denn? Der hat hier theoretisch einen Layover von 5 Minuten, Abfahrt um 44. Und den werden wir einhalten. Das wir schicken den einmal hier runter. Ja, da hinten ist er ja. Gut, dann frage ich für dich schon mal an. Slako. Da. 42924. Und Schuss. Sehr gut. Wir dürfen den schicken. Perfekt. Hallo Kollege! Also dieser Triebwagen, das sieht einfach so komisch aus. Da braucht es einen Mittelwagen dazwischen drin. Das mit dem Stromabnehmer ist auch nicht richtig. So, wir klicken jetzt hier auf K.O. Wunderbar. Dann kann jetzt hier der nächste reinfahren. Und schauen, dass er jetzt auch wirklich stehen bleibt. So, da kommt der nächste, 42-10-44. Du fährst jetzt einmal nach da unten. Hallo, dankeschön. Schicke ich jetzt mal auf das obere Gleis hier rein. Macht da eh keinen großen Unterschied. So, ist gesperrt. Wunderbar. Und dann brauchen wir dann noch die eine Weiche hier umlegen und dann kann der wieder rauszischen hier. So, Kollege, du hast Ausfahrt. Ja, man sieht noch nicht. So, der 924, wann düst du weg? 924, 924, wo bist du? Da. 23, Verspätung. Weg mit dir. Ja, und fährt schon. Sehr gut. Sagen wir noch, dass er weggefahren ist. 42924. Dann ist die KI glücklich. Ja, Kollege, bist du in Sichtweite? Nö. Ja, das hätte man eigentlich auch da oben reinschicken können, aber ich habe das gern hier frei. Und wir haben dann ein bisschen mehr zu tun. Da hinten ist er. Ja, ist der mit der Trax unterwegs? Oh ne, der ist mit dieser Dragon unterwegs. Sagt zumindest mein Fahrplan. Schön langsam mit 30. Volle Entschleunigung hier. Da
Dann müsste er dann hier vorne, glaube ich, wechseln. Direkt da vor uns. Komm, Kollege. Gib mal ein bisschen Gas hier. Geladene Güterzüge wären halt schon noch was Schönes. Ich hoffe, das kommt bald. Meinsen. Bis dahin wieder so ein ewig langer Güterzug. So, ist immer noch gesperrt, also du musst so oder so warten. Und da haben wir das Zugende. So. Dann passt es hier wieder. Wann der nächste kommt. Ja, damit wir das kleine Guide-Video hier nicht allzu lang machen, würde ich sagen, gibt es noch mal einen kleinen Schnitt, bis der Zug hier von rechts nach da links fahren muss. Und dann schauen wir uns das noch an und dann habt ihr eigentlich soweit alles gesehen, was man hier in dem kleinen Stellwerk wissen müsste. Also, bis gleich. Okay, der Moment ist gekommen. Der Zug 245045 kommt aus der rechten Seite bei Slako und muss dann nach links. Der hält hier nicht, der fährt hier durch. Das heißt, wir geben ihm hier mal die Einfahrt und die Ausfahrt. So, und sobald er über das Signal drüber gefahren ist, machen wir hier ein kleines Special. Das ist wirklich ganz wichtig. Ja, Sichtweite ist er noch nicht. Und da ist immer noch der eine Güterzug mit der Dragon. Komm mal, Jung. Gib Gas. Kriegt damit 70 durch die Gegend. Schade, dass man hier nicht 100 fahren kann, aber ist halt ein bisschen blöd mit den Kurven da hinten. Wäre dann ein bisschen spaßig. Na komm, beweg dich nach vorne. So, Güterzug ist weg. Ein Kilometer noch entfernt. Ich hatte letztens vor kurzem einen sehr spannenden Bug, da habe ich die Züge nicht mehr gesehen. Das war wirklich spannend, außer hier im Stellbild war auch nichts mehr da, obwohl die Spieler drin waren und man hat sich schreiben können und so, aber waren einfach nicht mehr sichtbar. Das ist natürlich ein geiler Bug. Da kannst du Stellwerken dann gerade wieder lassen. Meter, wo ist er? Ah, ich glaube, ich sehe ihn da hinten. Oder auch nicht. Ah, endlich. Tut sich was. Kommt der bei mir auch vorbei? Sehe ich zumindest bei mir nicht in der Liste. Also ich empfehle euch, simrail.fr aufzumachen für die Fahrplanansicht. Wesentlich angenehmer als wie das hier. Und dann müsst ihr nicht jedes Mal auf den Monitor gehen. Ja, da hinten ist er.
Also, dieses Signal F. Wo steht das? Da, direkt vor uns. So, Kollege, gleich darfst du schneller fahren. Ich glaube, da in der Kurve ist 80. Ah ne, 80 ist hier für das untere. Da oben wird hier nicht schneller gefahren. So, Block ist da. Und über Signal drüber. Und jetzt hier Startblock sperren. Das ist ganz wichtig. Weil wenn ihr eben das nicht tut, dann könnt ihr den nächsten Zug per Ersatzsignal drüber schicken, damit sie das wieder zurücksetzt. Und die nächste Station wird dann das gleiche machen, was wir gemacht haben mit der K.O.-Meldung und den Block wieder freigeben. Oh, da muss sogar runterbremsen hier. Und bei uns wird er dann jetzt hier gleich verschwinden. So, der ist natürlich angekommen. Gut, dann warten wir jetzt das noch ab, bis sich das hier wieder zurücksetzt. Und dann war es das für den Guide. Ach, stimmt. Ich habe dir ja nicht gemeldet, was gekommen ist. Das war 245045. Bitte entschuldige. So, Chatfenster machen wir auch wieder zu. Mensch, der Arme ist auf 40 da unten. Keine Hochgeschwindigkeitsstrecke hier. Na komm, da wieder zurücksetzen. Ja, vermutlich, wenn er über Q drüber ist, wird er dann hier zurücksetzen. Jetzt wird er noch langsamer. 26. Ist da eine Lada hinten, wo er durchfährt? Ich fahr so selten den Abschnitt. Sehr gut, ist wieder weg. Das heißt, wir können dann da wieder was reinschicken. Ja, das war der Guide hier für Drawoba-Gonitsa Bischotten, ja. Also hundertprozentig falsch ausgesprochen. Und ja, haltet euch einfach so an das, was ich jetzt da auch gemacht habe. Und dann kann hier eigentlich nichts schief gehen. Ich sage, das ist eine sehr entspannte Station. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord-Server. Da sind fähige Leute, die helfen euch auch. Also, bis dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ta-da!